Jetzt wird er uns aus seinem Projekt heraus erzählen über germanische Perfidia. Ich habe das bisher immer nur mit England verbunden. Okay. Ich bin also gespannt, was Sie uns über die bösen Germanen. Die bösen. Ja, also um die geht es ja nur am Rande. Also schon, hauptsächlich, aber ja, wird sich zeigen, je nachdem, welche Perspektive Sie einnehmen wollen. Also vielen Dank für die Einführung. Ich war in der Tat vor 2 Jahren, 2017, hier und habe damals über Sümpfe gesprochen. Ich werde sogar noch mal ein Bild davon zeigen, um daran zu erinnern. Mein Vortrag damals hatte so ein bisschen, war das erste Vortasten zum Thema ethnografischer Topic. Und aus diesem ersten Vortasten, das ist dann auch als Orbis Terrarum erschienen, jetzt dieses Jahr, ist dann doch ein etwas größeres Projekt geworden, und weil es dazu nämlich noch nicht allzu viel gibt. Und im letzten Jahr haben wir in Hamburg eine kleine Tagung veranstaltet, und der Sammelband soll hoffentlich auch nächstes Jahr erscheinen. Ja, wir drücken alle die Daumen, dass das klappt. Und das ist so das erste Vortasten, was man vielleicht aus althistorischer Perspektive zu diesem Begriff und zu der Mechanik, die dahinter steckt, sagen kann, weil vielleicht wird sich das gleich rausstellen, ich werde es auch nochmal betonen, eigentlich keiner so richtig weiß, was das sein soll. So, es gibt verschiedene Perspektiven, und wenn Sie sich irgendwie schon mal mit Darstellungen von fremden Völkern oder auch von allem anderen beschäftigt haben, dann kommt dieser Begriff Topos in der Literatur öfter mal vor, und falls Sie sich mal fragen, was das eigentlich ist, dann sind Sie nicht der Einzige, denn so richtig ist das nicht so eindeutig. Gut, ich habe das Referat auf etwa eine Stunde angesetzt. Ich hoffe, dass ich das auch einhalte, und werde es vorlesen. Ich hoffe, man kommt trotzdem mit. Okay. Also, die Perfidia ist einer der sehr häufig bei den Germanen erwähnten Topoi, nicht nur, weil sie tatsächlich eben öfter in den Quellen Erscheinung tritt, wortwörtlich und auch in Ausprägung, sondern auch, weil sie vermeintlich eben klar zeigen würde, in welch starker Weise die Texte über fremde Völker gefärbt und verzerrt sind und daher eben nicht nur als Ausdruck irgendwelcher wirklichen Verhältnisse gedeutet werden könnten. In der Konsequenz untersuchte man stattdessen in der Forschung zumeist nur die Bilder der Völker, ohne auf die möglichen Realitätsbezüge einzugehen. In den letzten Jahren war allerdings immer häufiger zu lesen, dass die ein oder andere Information aus den antiken Quellen durch die Archäologie mehr verifiziert werden könne. Mit dem Begriff müssen Sie sich jetzt mal abfinden. Verifiziert meine ich natürlich nicht hundertprozentig, sondern man kann überhaupt erstmal irgendwas nachprüfen. Das meine ich damit eigentlich. Oder eben, dass man manche Aussagen im Kern tatsächlich auch so sein könnten, stimmen könnten. Das Verhältnis zwischen historischer Realität, auch das in so ein bisschen Anführungszeichen, und ethnografischen Topoi ist bei näherer Betrachtung nämlich komplexer, als in vielen Studien deutlich wird, und zwar nicht nur im Fall der Germanen. In meinem Vortrag möchte ich versuchen, das am Beispiel der Perfidia deutlich zu machen, die nicht nur bei den Engländern, sondern tatsächlich auch für die Germanen immer prägend war. Es gibt sogar so eine Monographie von 1932, die wirklich richtig, richtig ordentlich zeitgenössisch ist zu der. Also die kann man mal lesen, wenn man wissen möchte, wie man es nicht macht. Am Anfang werde ich auf einige Grundlagen zur Topic in der antiken Literatur eingehen, speziell zur Ethnographie, und auch einige theoretische Ansätze vorstellen, wie man solche Topoi vielleicht besser untersuchen kann. Das sind erstmal so Vorschläge. Ja, da können Sie gern was zu sagen. Das sind nur Ideen. Im nächsten Abschnitt werde ich dann auf die Germanentopik eingehen und einige spezielle Topoi vorstellen, bevor es dann am Ende eben um die Perfidia gehen soll. Das wird aber schon der größte Teil des Referats sein. Kommen wir also zu den zwei Grundproblemen der Erforschung der Topik in der antiken Ethnographie. Erstens, es gibt keine klare Definition, welche Merkmale ein Topos überhaupt haben muss, um eindeutig als solcher identifizierbar zu sein. Eine solche eindeutige Definition wird sich wohl leider auch niemals formulieren lassen, was eben nicht zuletzt an der Quellenlage liegt. So, jetzt gucken wir mal, ob das geht. Ja, wunderbar. Zweitens ist zu beachten, dass bei der Frage, welche Aussage ein Topos ist, zwischen Forschungsmeinung und historischer Realität, die wir nun mal voraussetzen müssen, die es irgendwann ja mal gab, unterscheiden müssen. Und zudem ist die Forschung ja auch sich nicht einig in dieser Frage. Auch wenn wir natürlich die historische Realität eben niemals kennen können, so muss man sich bei manchen Aussagen, die von modernen Autoren als Topoi bezeichnet werden, fragen, ob diese Wertung denn wirklich stimmt.
manche vermeintlich topische Aussagen kommen nur einmal in der antiken Literatur vor. Und es ist unklar, ob sie denn den typisch topischen Wiedererkennungswert hatten. Beispielsweise das Bauen von Vorratsgebäuden mit Kellerraum. Andere Topoi sind wiederum so allgemein, dass man sich fragt, wie der antike Autor sonst hätte schreiben sollen. Etwa die vermeintlich topische Abfolge einer für die Römer siegreichen Schlacht, nämlich Angriff, tapferes Kämpfen und dann Flucht der Gegner. Ja. Durch solche Inkonsequenzen in der Nutzung des Werkzeugs Topos wird die Analyse zusätzlich erschwert. Denn kaum jemand macht sich die Mühe zu klären, ob diese diversen postulierten Topoi denn wirklich topisch waren. Diese Frage kann man nur durch umfassende Analysen annäherungsweise klären. Und da die noch nicht existieren, müssen wir mit dem arbeiten, was wir in der Literatur bisher so finden. Die Topoi über Germanen, aber eben auch fremde, andere Völker, sind zahlreich und vielgestaltig, lassen sich aber meiner Meinung nach gut in drei Typen ganz einfach einteilen, nämlich erstens Topoi über dingliche Merkmale, die man sehen kann, Topoi über Verhaltensweisen und drittens Topoi über Charaktereigenschaften. Alle drei Typen können in den Quellen auch jeweils mit einer Begründung auftreten, etwa die Germanen seien so groß, weil sie so viel Milchkäse und Fleisch essen und frei und ungezwungen aufwachsen, oder eben die würden nur wenige Händler in ihre Region lassen, weil sie fürchten, ihre Produkte würden verweichlichen. Ja. Bei den Charaktereigenschaften wird, wenn überhaupt, dann zumeist auf die Klimazonentheorie als Begründung zurückgegriffen. Die Einteilung in diese Typen kann dabei helfen, die Nachvollziehbarkeit von Topoi besser einzuschätzen, und zwar sowohl für heutige als auch für antike Autoren. Das Aussehen eines germanischen Dorfes oder eines Schildes mit bloßem Auge war mit bloßem Auge zu erkennen. Verhaltensweisen konnte man durch eigene Erfahrung, Gewährsmänner oder Lektüre von Berichten identifizieren. Für die heutige Forschung sind Verhaltensweisen schwerer zu überprüfen, doch man kann es durch Nutzung aller zur Verfügung stehenden Quellen zumindest versuchen. Anders sieht es bei den Charaktereigenschaften aus. In antiker Zeit konnten typische Charaktereigenschaften nur aus deren Deutungen von Verhaltensweisen geschlussfolgert werden, doch zumeist war es wohl eher umgekehrt. Man hatte vorher schon eine gewisse negative Annahme und die dann durch die selektive Wahrnehmung wieder bestätigt wird, heute als Confirmation Bias würde man es bezeichnen. Für uns ist jeder Versuch, Charaktereigenschaften verifizieren zu wollen, aussichtslos. Daher konzentrieren wir uns im Folgenden auf die Typen 1 und 2, also physische, dingliche Merkmale. Falls Ihnen was Griffigeres einfällt, können Sie mir das gern sagen. Bisher bin ich noch nicht so richtig drauf gekommen. Und eben Verhalten. Ein solcher Topos besteht in der Regel aus zwei Komponenten, einer inhaltlichen und einer instrumentellen Komponente. Das habe ich jetzt einfach mal so genannt. Diese zweite instrumentelle Komponente kann eine Wertung sein oder eine Begründung, warum eben das so ist, oder eben beides. Diese Wertung oder Begründung ist für die inhaltliche Analyse wertlos, kann aber beim Verständnis des Gesamtbildes einer Ethnie und der Literatur eben hilfreich sein. Besonders bei den Begründungen wird auf häufige, bereits etablierte Merkmale wie Wildheit, Unüberlegtheit und so weiter zurückgegriffen. Für eine historische Ethnologie ist allerdings nur die inhaltliche Komponente hilfreich. Kleinen Moment. Genau. Besonders bei den Begründungen wird auf häufig bereits etablierte Merkmale, hatte ich schon überlegt, genau, tut mir leid, ich bin jetzt in der Zeile verrutscht. Ein solcher Realitätsbezug der inhaltlichen Komponente kann bestehen, wenn der Inhalt tatsächlich von Beobachtungen abgeleitet wurde oder einem individuellen Bild entstammt, aber er kann genauso gut erfunden sein, von einem Nachbarvolk übertragen, das sogenannte Wandermotiv, oder auch der allgemeinen Barbaren-Topic entlehnt. Um zu zeigen, dass Stereotype, die durch Beobachtungen entstehen, durchaus einen Bezug zur Realität haben können, müssen wir kurz eine andere Wissenschaftsdisziplin zu Rate ziehen, nämlich die Sozialpsychologie. Dort untersucht man dieses Phänomen, Stereotype jetzt und nicht Topoi, schon eine längere Zeit, und es stellt sich heraus, dass Stereotype ausnehmend häufig auf einen realen Kern zurückgehen. Diese Stereotype, ach so, das hatte ich leider vergessen noch zu zeigen, hier habe ich es nochmal dargestellt, der Inhalt einer Aussage, ja, habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten, auf das es zurückgehen kann. So,
drei Knöpfe sind mir schon zu viel, das ist mir zu kompliziert. Okay, also. Und diese Stereotype Accuracy wird im Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination bezeichnet als, Zitat, one of the largest and most replicable effects in all of social psychology. Allerdings gibt es dabei einige Dinge zu beachten. So geben Stereotype nicht unbedingt ganz herausragende Unterschiede wieder, sondern sie verstärken systematische Unterschiede zwischen Gruppen, auch wenn diese im Normalfall sehr klein sind. Wenn Gruppen sich in Mittelwert unterscheiden, dann übertreiben Stereotype diese Abweichung. Und ebenso, wenn die Gruppen im Mittelwert eines Merkmales zwar gleich groß sind, jedoch in den Extremen eine größere Varianzbreite auftritt. Anders gesagt, wenn eine Bevölkerungsgruppe im Durchschnitt 2 Zentimeter größer ist, dann ist dieser Durchschnitt sehr klein, aber manchmal ist es dann doch schon so typisch, ah ja, die Skandinavier sind größer, sowas in der Art. Das wäre dann der ganz schmale Unterschied. Und der Unterschied der größeren Varianzbreite wäre, rothaarige Iren, gibt es nicht so viele, aber man denkt dann vielleicht doch noch eher an Irland und an Schottland, obwohl das eigentlich auch nur eine ganz geringe Minderheit der Bewohner dort betrifft. Und zweitens sind Stereotype kontextabhängig. Die Wertung einer Zielgruppe hängt von der Referenzgruppe ab, mit der sie verglichen wird. In unserem Fall sind das immer die Römer. Wenn die Römer über andere was schreiben, dann muss man die römische Situation als die Normalsituation begreifen, aus der man die Perspektive hat. Weiterhin ist zu betonen, dass Stereotype in der Sozialpsychologie per se als neutral gelten, das heißt also noch keine Wertung haben. Die Stereotypenbildung ist allerdings der erste Schritt zur Diskriminierung, das wollte ich noch auf jeden Fall mit erwähnen. Dazwischen fällt noch der Schritt der Abwertung, bei dem die als typisch erkannte Eigenschaft als negativ angesehen wird. Dieses Schema entstammt hier der Vorurteilsforschung und hatte wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ja, auch in der Antike Gültigkeit. Die beiden vorher vorgestellten Komponente eines Topos lassen sich hier ebenfalls verorten. Wenn ein Topos inhaltlich auf Beobachtung zurückgehen sollte, dann wurde dieses beobachtete Merkmal bald automatisch negativ gesehen, weil es für die andere Gruppe stand, in dem Fall halt die Germanen, und für diese als charakteristisch wahrgenommen wurde. Damit möchte ich allerdings die theoretischen Betrachtungen auch abschließen. Bevor wir uns die Germanen-Topik selbst anschauen, möchte ich noch kurz auf die Mehrstufigkeit der antiken Topik zu sprechen kommen. Bei der Betrachtung der antiken Ethnographie und der Forschung über ihre Topoi zeichnete sich ein Schema ab. Es ist offenbar keinesfalls so, dass die Topoi über fremde Völker gänzlich unabhängig waren, sondern in einer Beziehung zueinander standen. Grundlegend scheint das allgemeine Barbarenbild zu sein, gewesen zu sein, das hauptsächlich Charaktereigenschaften beinhaltet, nämlich Irrationalität, Wildheit, Grausamkeit, Kriegslüsternheit, Streitsüchtigkeit, Prahlerei und generell Unterlegenheit gegenüber der römischen Gesellschaft. Analog zur pseudohypokratischen Klimazonentheorie kann man unterhalb dieser allgemeinen noch ein nördliches und ein südliches Barbarenbild unterscheiden. Im Norden sind die Barbaren besonders groß, wild und furchtlos. Im Süden sind die Barbaren hingegen dann eher klein und hinterhältiger. Ganz wichtig. Auf dieser Stufe werden die Topoi dann schon ein wenig konkreter. Und die letzte Unterkategorie betrifft die einzelnen Völker selbst, wie beispielsweise Germanen, Britannier und Kelten. Deren Bilder unterscheiden sich im Detail, sind aber insgesamt schon recht ähnlich. An dieser Stelle wird die Frage wieder akut, ob es bei manchen Zuschreibungen tatsächlich um etablierte und allgemein bekannte Topoi handelt oder aber um Einzelaussagen bestimmter Autoren oder gar nur Annahmen der modernen Forschung. Mir scheint, dass insbesondere die sehr spezifischen Völkertopoi, die sehr selten, vielleicht sogar nur einmal in den Quellen auftauchen, am ehesten in die Kategorie derjenigen Topoi fallen, die eigentlich nur von der Forschung postuliert werden. Je allgemeiner die Topoi sind, desto häufiger sind sie zu finden, desto besser sind sie demnach natürlich auch belegt. Nichtsdestotrotz sind die Unterschiede in den Völkerbildern durchaus erkennbar. Wie zuvor dargestellt, ist die Herkunft dieser Topoi sicherlich verschieden.
Während manche als Wandermotive von den Nachbarvölkern übertragen wurden, vielleicht auch deswegen diese Ähnlichkeit, sind andere vielleicht auch aus mythischen Vorstellungen entnommen, andere wiederum aus übertriebenen und fehlgedeuteten Beobachtungen. Vor allem dann, wenn sie bereits latent vorhandene allgemeine Vorurteile bestätigen, wie beispielsweise Irrationalität und Wildheit. Es könnte durchaus sein, dass diese Topoi-Kataloge, die man mit den einzelnen Völkern verbindet, mit dem Norden, dem Süden, ganz allgemein mit allen Barbaren, vielleicht auch im Rhetorikunterricht vermittelt wurden. So ließe sich deren weite Verbreitung und relative Einheitlichkeit vielleicht erklären. Kommen wir nun speziell zu den Topoi über Germanen. Es ist unklar, wie viele Topoi über Germanien und Germanen existierten, doch können wir immerhin versuchen, die Topoi aufzulisten, die von der modernen Forschung postuliert werden. Für die nachfolgende Übersicht habe ich die Abhandlungen zum Germanenbild von Beatrix Günnewig, Ellen Lund, Klaus von See und Christine Traska-Richter durchgesehen. Und ohne Vollständigkeit beanspruchen zu können, bin ich auf 69 Topoi gekommen, die man in 4 Kategorien einteilen kann. Unter diesen 69 sind einige, die sicherlich keinesfalls wirklich häufig Versatzstücke waren, sondern eben von den modernen Autoren zu Unrecht dazu gezählt wurden. Der Anteil der mehrfach, also sagen wir mal 3 oder mehr, in den Quellen explizit genannten Topoi ist wahrscheinlich etwa die Hälfte. Die meisten von diesen lassen sich noch unter den Charaktereigenschaften finden. Bei den Topoi über die Verhaltensweisen ist der Anteil dann schon deutlich geringer, vielleicht ein Drittel. Die Topoi, die man häufiger findet, habe ich in den nachfolgenden Listen fett markiert. Damit haben wir also erstens die Topoi über Aussehen, also die physischen Merkmale von Germanien und Germanen, also die Landschaft, Wald und Sumpf, die Seltenheit von Eisen, die große Anzahl der Germanen, ihre Körperkraft, ihre Körpergröße, das Aussehen, ihre rauen Stimmen und ihr scharfer Blick. Ja. Dann haben wir die Topoi über die Gesellschaft und über die Verhaltensweisen, nämlich Landnahme, Wohnortwechsel oder eben Nomadismus, das Siedeln, die Vorratsgebäude mit Kellerraum, Ackerbau und Grundbesitz, Jagden, Trink-, Essgewohnheiten, Tragen von Fellen, sexuelle Enthaltsamkeit und offener Umgang von Mann und Frau, das schließt sich offenbar nicht aus, Gastfreundschaft oder Gastfreundlichkeit, Waffen, geringer Handel, Geringschätzung von Silber, Todesstrafen, insbesondere das Versenken im Sumpf, die Religion und der ganze Komplex darum, Menschenopfer, der Machtkampf unter Fürsten, das Betrunken beraten und hinterher nüchtern nochmal darüber diskutieren. Die Gefolgschaft, das Durchführen von Raubzügen, Raubzüge sind keine Schande. Dann haben wir eine von mir jetzt separat nochmal gestellte Kategorie, die man sich vielleicht auch, die man in alle anderen eigentlich eingliedern kann, die nur die Kriegführung betreffen, wieder die Art der Bewaffnung, die ungerüsteten Oberkörper, militärisches Verhalten ganz im Speziellen, die taktische Nutzung der Landschaft, die Aufstellung in Abteilungen, dass herausragende Anführer einen wachen Verstand haben, die Inhalte von Feldherrnreden, gut, das ist ja nun überall so, das Zechen vor dem Kampf, das Provozieren der Gegner, das Heranstürmen zum Kampf, nur der erste Ansturm sei gefährlich, die Beutegier im Kampf, die geringe Ausdauer, der Ablauf der Schlacht, den hatte ich schon genannt, die Anwesenheit von Frauen im Kampf und dann Scheinfluchten und Hinterhalte und auch das Verlieren des Schildes. Und schließlich noch die Charaktereigenschaften, alles ganz nette Sachen, Aggressivität, Disziplinlosigkeit, Dummheit oder Stumpfsinn, Faulheit, Wildheit, Freiheitsdrang, Grausamkeit, Jähzorn, Kampflust, da haben wir sie, Perfidia, Prahlerei, Stolz, Tapferkeit, Triebhaftigkeit, Trotz, Trunksucht, Überheblichkeit, Übermut, Unbeherrschtheit, Uneinigkeit, Unüberlegtheit und Vergnügungssucht. Ja. Sie haben vielleicht gemerkt, dass 3 dieser Listen von den mir vorher vorgestellten Kategorien denen übereinstimmen, nämlich physische Eigenschaften, Verhaltensweisen und Charakter. Die Topoi über Bewaffnung lassen sich eben verteilen. Beim Durchgehen der Listen wurde vielleicht vereinzelt auch schon deutlich, dass nicht alle dieser Topoi spezifisch für Germanen oder auch für Barbaren waren. Manche, wie der Ablauf einer Schlacht, sind sehr allgemein. Und wie am Beginn meines Vortrags schon erwähnt, geht es darum, dass Topoi oder eben vermeintliche Topoi durchaus einen Bezug zur Realität haben können und sie daher auch einen Wert zur Rekonstruktion der Verhältnisse in den jeweiligen Gesellschaften haben können.
allerdings eben nur, insofern sie sich einigermaßen auch überprüfen lassen. Solche Analysen helfen zudem auch, die Entstehung und Verwendung von Topoi in der Historiografie dann eben besser zu verstehen. Gerade bei den relativ häufigen Charaktertopoi ist eben dieser Abgleich mit der historischen Wirklichkeit schwierig. Doch lässt sich über Umwege dann doch einiges machen, so eben auch bei der Perfidia. Und bevor wir zu diesem Topos kommen, möchte ich gerne noch einige weitere Ergebnisse vorstellen, die sich aus der Analyse anderer Topoi ergeben haben. Wie erwähnt, habe ich vor 2 Jahren schon etwas über Sümpfe erzählt. Für einen Aufsatz, der jetzt in Arbeit ist, habe ich mir 3 weitere Komplexe angeschaut, und zwar die des hohen Wuchses der Germanen, der primitiven Landschaft und der Landwirtschaft und des stürmischen Angriffs und der geringen Ausdauer im Kampf. So. Im Fall der Sümpfe, jetzt kommt nochmal der Rückblick, so, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass diese Sümpfe gerade in der Darstellung von Schlachten und in der Beschreibung des Landes nicht als spezifisch germanische Topoi verwendet wurden, eben, sondern auch für den ganzen Norden galten und zudem auch oft dort waren, wo sie von den Autoren auch wirklich erwähnt wurden, historisch eben auch verortbar sind. Hier lässt sich also dann doch ein deutlicher Realitätsbezug herstellen, natürlich keine Garantie, aber immerhin doch eine Tendenzrichtung, das stimmt schon. Als Illustration eben hier nochmal die Darstellung. Im Fall des hohen Wuchses der Germanen besteht das größte Problem in der Erhebung zuverlässiger Durchschnittsdaten, insbesondere im westgermanischen Raum hat die Brandbestattung vorgeherrscht. Das trifft für den römischen Bereich in Italien auch zu. Der Vergleich der Daten mit der italischen Halbinsel zeigt allerdings für die Daten, die verfügbar sind, leider eben, aus meiner Perspektive leider eben tatsächlich sogar ein höheres Körpermaß für die in Italien lebenden Männer und Frauen, die nachvollziehbar sind. Es kann also von einem höheren Wuchs der Germanen allgemein nicht die Rede sein, soweit den Daten zu trauen ist, die da sind. Eine Ausnahme ist jedoch das heutige Dänemark, wo die Bestatteten deutlich größer waren. Möglicherweise lässt sich also die Persistenz dieses Topos, dass die Germanen besonders groß seien, auf die erste Begegnung mit den Kimbern und Teutonen zurückführen, die aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich aus dieser Region stammten und da eine ältere Vorstellung schon bestätigten. Dann bei der Landwirtschaft der Germanen werden im Wesentlichen 3 potenziell topische Elemente betont, nämlich der Felderwechsel, die einfachen Techniken des Ackerbaus und der geringe Wert von Grundbesitz und das Fehlen von Großgrundbesitz. Der Felderwechsel ist tatsächlich wahrscheinlich. Allerdings wurde der in Rom genauso praktiziert, möglicherweise hat man es hier nur so betont, um eine Verbindung zum Nomadismus herzustellen. Die Technik des Ackerbaus können bei einer Gegenüberstellung mit den römischen Techniken tatsächlich als primitiv betrachtet werden, insofern kann man in diesem Element schon einen gewissen Realitätsbezug erkennen. Grundbesitz fehlte sicherlich in Germanien nicht, allerdings gab es keinen Großgrundbesitz, so wie man ihn in der römischen Oberschicht kannte, der eben die Offiziere, die Autoren und auch die meisten Leser der Quellen entstammten. Der Kauf und Verkauf von Landgütern war je nach Lage und Ertrag in Rom ein geldintensives Geschäft. In Germanien hingegen existierte im Wesentlichen relativ kleine sogenannte Celtic Fields und bei Bedarf an mehr Land konnte man zumeist einfach Wald roden und so an mehr Land kommen. Ein Markt für Landbesitz dürfte es demnach nicht gegeben haben, weshalb der Wert des Landes auch ganz anders eingeschätzt wurde. Die stürmischen Angriffe, der Germanen, ihre geringe Ausdauer im Kampf müssen im Vergleich mit den römischen Legionen ihrer Kampfweise analysiert werden. Tatsächlich scheint die Stärke des germanischen Angriffs in seiner schnellen Ansturm gelegen zu haben. So versuchte man, die Gegner zu überraschen oder die Reihen der Römer durcheinander zu bringen. Diese Taktik war einerseits den Jagdtechniken und den innergermanischen Überfällen entlehnt und entsprach andererseits auch dem Wunsch der Krieger, Prestige und Beute zu erhalten. Hierfür war eine aktive Kampfteilnahme erforderlich und man versuchte, sich von den übrigen Kriegern abzuheben. Daher war eine differenzierte Lenkung von Einheiten, wie sie bei den römischen Feldschlachten angewendet wurden, unmöglich.
Stattdessen bestand auch zwischen den einzelnen Gruppen ein Wettstreit um Erfolg. Und aufgrund dieses individuellen Strebens nach Prestige und dem Fehlen ständiger Übung, kommt noch dazu, gab es auch keine Techniken, um erschöpfte Krieger an vorderster Front durchzutauschen. In der Legion hingegen wechselte man die aktiven Kämpfer häufiger aus, um eben deren Ermüdung zu verhindern. Insofern hatten die Germanen im Vergleich zu den römischen Legionären wohl tatsächlich eine geringere Ausdauer in längeren Schlachten. Zu diesen Germanentoppe ist somit meines Erachtens folgendes Zwischenfazit zu ziehen. Es gibt eine größere Anzahl an echten Topoi, die häufiger in den Quellen auftauchen, doch in der Literatur werden auch Aussagen als topisch gesehen, die eigentlich nicht darunter zählen. Beim Versuch, die Kerne dieser Topoi zu analysieren, müssen stets die römischen Verhältnisse und deren Perspektive beachtet werden. Das Ergebnis der Beispieluntersuchung fällt gemischt aus, da der sehr einfache und relativ häufige Topos des hohen Wuchses offenbar nicht den realen Verhältnissen entsprach, doch Sümpfe, Ackerbau und die Kampfweise in gewisser Hinsicht schon hinkommen. Somit sind diese recht spezifischen Topoi über physische Merkmale und Verhaltensweisen eigentlich doch recht zuverlässig. Ihre Deutung durch antike Autoren ist jedoch davon strikt zu trennen. Es gibt bei Cäsar im Speziellen so ein ganzes Kapitel, wo er beschreibt, warum das so sei, warum man den Felder wechselt und so weiter. Und das ist also alles sehr absurd, was er da schreibt, aber deswegen muss man eben auch die Begründung von dem eigentlichen Beobachtung von dem Inhalt trennen. Kommen wir nun zur Perfidia selbst. Anders als die zuvor betrachteten Topoi gehört sie als Charaktereigenschaft der dritten Kategorie an, ja, also Charaktereigenschaft. Die Überprüfung ist demnach nahezu unmöglich, denn schon für die antiken Beobachter war sie nicht direkt wahrnehmbar und für uns ist sie daher noch umso weniger nachvollziehbar und vom zweifelhaften Konzept eines Volkscharakters ganz zu schweigen. Man kann auf solche Eigenschaften nur durch die Deutung von Verhaltensweisen und Aussagen schließen. In den entsprechenden Quellen bis zum 3. Jahrhundert konzentrieren sich die Nennungen von Perfidia auf drei Ereignisse, nämlich erstens auf den Konflikt Cäsars mit den Usipetern und Tencterern, in dessen Verlauf die germanischen Truppen nach Cäsars Bericht mehrfach gegen ihre eigene Zusage handelten. Dann zweitens der Überfall des Arminius auf den Heereszug des Varus und drittens der Bataveraufstand. Auch wenn Cäsars Bericht kritisch gesehen werden muss und Tacitus nicht alle Gründe für den Abfall der Bataver nennt, so ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass sich die Germanen in diesen Ereignissen tatsächlich als unzuverlässig, untreu oder vielleicht auch eben vertragsbrüchig verhalten haben. Die einzig echte Pauschalisierung, dass Perfidia für Germanen typisch sei, könnte allerdings natürlich hier nicht explizit bei Velleius Paterculus abzulesen sein. Er meinte, sie seien zum Lügen geboren, allerdings hängt diese Aussage inhaltlich eng mit dem Bericht über die Varusschlacht zusammen. In den ethnografischen Berichten Cäsars wird diese Eigenschaft nicht erwähnt, Perfidia also, und auch in Tacitus Germania ist sie nicht zu finden. Somit wird die Eigenschaft Perfidia den Germanen zwar häufig zugeschrieben, relativ häufig, doch bei den drei wichtigsten Ereigniskomplexen in gewisser Hinsicht auch irgendwie zurecht. Die Perfidia wurde auch anderen Gegnern Roms zugewiesen, beispielsweise den Karthagern, und ist als negatives Merkmal auch generell nicht nur Barbaren vorbehalten. Im Fall der Germanen ist zudem anzumerken, dass neben der Perfidia auch ihre Fides Erwähnung fand, die Anwerbung als Hilfstruppen, als Leibwache für die Kaiser und der julisch-claudischen Dynastie ebenfalls für den König Herodes, bezeugen die Treue und Zuverlässigkeit einiger germanischer Krieger und Truppen. Diese Treue ist übrigens in keinem der Werke zum Germanenbild als Topos bezeichnet worden und natürlich trifft es auch auf andere Gruppen zu. Wir haben somit den kuriosen Fall, dass den Germanen zwei sich gegenseitig ausschließende Eigenschaften zugewiesen werden, was den Autoren offenbar überhaupt keine Probleme bereitete. Die germanische Perfidia wird häufig mit bestimmten Verhaltensweisen verknüpft, die Beatrix Günewich in ihrer Untersuchung zum Bild der Germanen und auch der Britannia aufführt, und sie schreibt: Sämtliche Charakteristika der Germanen oder einzelnen Stämme sind topisch und haben eine Tradition, die sich bis weit hinter das Ereignis der Varusschlacht zurückverfolgen lässt. Selbst der Vorwurf der Perfidia, welcher verstärkt im Zusammenhang mit der Schlacht gebraucht wird, ist als typisches Element antiker Barbarencharakteristik auch vorher oft nachzuweisen.
Er umfasst neben Vertrags- und Treuebrüchen auch die Kampftaktik der Germanen, die häufig aus Hinterhalten und Scheinfluchten besteht. Eine solche Kampfweise gilt als typisch barbarisch. Die antiken Autoren verstehen sie daher als Ausdruck des Ethos barbarischer Völker und weniger als Resultat taktischer Erwägungen. Günnewig untersucht die von ihr aufgeführten Verhaltensweisen nicht weiter und geht damit nicht auf den Realitätsbezug ein. Das soll im Folgenden nun im Rahmen nachgeholt werden. Die drei zu untersuchenden Verhaltensweisen wären also Vertragsbruch, Wortbruch, auf den graduellen Unterschied gehe ich gleich noch ein, und die Kampftaktik. Beginnen wir zunächst mit der zuletzt genannten, die lässt sich am ehesten nachvollziehen, die Kampftaktik der Germanen, die noch am Hier können zwei Ebenen betrachtet werden, und zwar einerseits die individuelle Kampfweise einzelner Krieger, andererseits die Schlachtentaktik. Tacitus beschreibt, in einer sehr knappen Passage, die individuelle Kampfweise auf folgende Weise: von der Stelle zu weichen, vorausgesetzt, dass man wieder vordringt, gilt bei ihnen eher als Klugheit als für Feigheit. Anders als die römischen Legionäre entzogen sich die Krieger nämlich immer wieder dem Gegner, vielleicht in der Hoffnung, dass der Gegenüber die Schlachtreihe verlässt. Der Römer hingegen versucht, die Schlachtreihe zu halten und deutet dieses Verhalten möglicherweise als unehrenhaft. Noch deutlicher werden die Unterschiede zwischen römischer und germanischer Seite bei Betrachtung der Schlachtentaktiken. Vorhin bin ich schon darauf eingegangen. Während die Römer im Regelfall die Entscheidung in der offenen Feldschlacht und für sie berechenbaren Feldschlacht suchten, gingen die Germanen nur selten auf dieses Angebot ein. Nach den ersten Niederlagen gegen Caesar versuchte man, die direkte Konfrontation zu vermeiden, nutzte stattdessen Taktiken, die eher darauf abzielten, römische Truppen zu überraschen und zu zersprengen. Als wichtigste Beispiele können der Überfall auf Varus, die Schlacht an dem Pontus Longi genannt werden, in denen das Heer in gleicher Weise im Marsch überfallen wurde. Aber vielleicht haben die Autoren auch nur voneinander abgeschrieben, weiß man nicht, warum die Darstellungen so ähnlich sind. In solchen Kämpfen konnten die Germanen ihre Stärken im Sturmangriff, im schnellen Rückzug und im individuellen Einzelkampf nutzen. Die Römer hingegen war es unmöglich, ihre Formationen aufzustellen. Als weitere taktische List lockten germanische Reiter die römische Kavallerie mehrfach durch Scheinfluchten in Hinterhalte. Wenn möglich, wurden eben auch hier die schon genannten Sümpfe genutzt, um die römischen Truppen zu blockieren. Die Anwendung solcher Kriegslisten wie Scheinfluchten und Hinterhalte war somit militärisch durchaus sinnvoll und vernünftig und keinesfalls der Perfidie der Germanen geschuldet. Diese Techniken hatten sich als besonders effektiv gegen die Römer erwiesen. Zudem kamen sie dem Aufbau der germanischen Heere entgegen, die wegen ständiger Fluktuationen von Gruppen und dem Fehlen von regelhaftem Training keinesfalls die römische Disziplin in der Feldschlacht erreichen konnten. Kommen wir als nächstes auf den Wortbruch zu sprechen. Ich mache hier einen Unterschied zum echten Vertragsbruch, bei dem auch von römischer Seite anerkannter Vertrag vorliegen musste. Voraussetzung für einen Wortbruch war hingegen bereits eine Absprache zwischen zwei Feldherren oder Offizieren, wie beispielsweise die Zusage eines unbehelligten Abzuges oder eines vorübergehenden Waffenstillstandes. Zwei Ereignisse werden in dieser Kategorie in der Literatur besonders häufig erwähnt: das Aufeinandertreffen Caesars mit den Usipetern und Tencterern und der Überfall auf die aus Vetera abziehenden Truppen im Batavaraufstand. Caesar traf 55 vor Christus zweimal mit einer Gesandtschaft der Usipeter und Tencterer zusammen, die aus dem rechtsrheinischen Raum gekommen und angeblich vor den Sueben geflohen waren. Die Gesandten erbaten von Caesar eine Frist von 3 Tagen, um eine Garantie von den Ubiern einzuholen. Er sollte seine Reiterei ermahnen, jedwede Feindseligkeit zu unterlassen. Der Feldherr wollte ihnen seine Entscheidung am Folgetag mitteilen und instruierte seine Soldaten entsprechend, nichts anzugreifen. Doch als die römischen Reiter sich der germanischen Kavallerie näherten, wurden sie angegriffen und es kam zu einem Scharmützel mit 74 Toten auf römischer Seite. Tags darauf kamen dann die Principes und die Majores der Usipeter und Tencterer, um sich für den Zwischenfall zu entschuldigen und einen Waffenstillstand vorzuschlagen. Caesar vermutete ganz uneigennützig eine List, nahm sie gefangen, griff den Treck an und vernichtete alle. Und dann nennt er so absurde Verlustzahlen in seiner Germania von 410.000 Toten. Die Belagerung von Vetera fand im Jahr 69 nach Christus statt, nachdem die römische Garnison in der Stadt schon lange ausgehalten hatte und die Situation aussichtslos erschien, kam man mit den Batavern überein, das Lager zu übergeben.
Den Römern wurde im Gegenzug freier Abzug gewährt. Die Römer sagten zu und wurden aus Vetera eskortiert und nach 5 Meilen wurden sie durch einen Hinterhalt überrascht. Viele wurden an Ort und Stelle umgebracht. Andere, die sich hinter die Mauern wieder zurück retteten, verbrannten zusammen mit dem Lager. Tacitus schreibt, Civilis, der Anführer des Heeres und des Aufstandes selbst an sich, habe seine Truppen für den verbrecherischen Treuebruch getadelt. Allerdings merkt der Autor auch an, dass unklar sei, ob es sich dabei um die Wahrheit oder um Heuchelei gehandelt habe. Einige Mechanismen innerhalb der germanischen Gesellschaft deuten an, dass diese Ereignisse durchaus in geschilderter Form stattgefunden haben können. So waren die Krieger vorrangig an Kampfprestige und Beute interessiert, da es ja keine Wehrpflicht und auch keine Besoldung gab. Ohne aktive Teilnahme an einem Kampf konnte man beides nicht erlangen. Weiterhin mag man zwar treu gegenüber den Gefolgschaftsführern gewesen sein, aber es bestand keinesfalls eine Befehlsgewalt über die Gefolgschaft. Auch waren Überfälle und Raubzüge in der Gesellschaft etabliert und auch ein Teil der Kultur. Es wurde sogar in gewisser Hinsicht erwartet, dass man an solchen Aktivitäten teilnahm. Wenn man aggressiv gegenüber Fremden auftrat, war demnach auch keine Bestrafung zu erwarten, selbst wenn man gegen das Interesse des Stammes handelte. Ich möchte hier allerdings betonen, dass man solch ein Stammesinteresse hier in Anführungszeichen nur im absoluten Einzelfall für eine Gruppe annehmen kann, da die erforderliche kollektive politische Entscheidungsfindung wohl nur selten vorkam. Somit kann es durchaus sein, dass die Reiter der Usipeter und Tencterer, vielleicht auch junge Krieger, der Möglichkeit nicht widerstehen konnten, die römische Kavallerie ohne Ratschluss der Fürsten anzugreifen. Gleiches gilt für die Truppen des Civilis, die sich von den überfallenen Römern leichte Beute erhofften. Diese Möglichkeit ist natürlich keinesfalls zwingend, da in beiden Fällen bereits die Autoren angeben, dass die Angriffe nicht von den Anführern angewiesen wurden, ist die Alternative durchaus in Erwägung zu ziehen, nämlich, dass es sich also um Ungehorsamkeit der Krieger handelte. Insbesondere im Fall der Usipeter und Tencterer hat diese Deutung eine meiner Ansicht nach höhere Wahrscheinlichkeit, da es ein solcher Angriff auf römische Reiter überhaupt keinen taktischen Vorteil erbrachte, sondern ganz im Gegenteil nachteilig für den Rest war. Bei Vetera hätte die Gewährung des Abzuges der römischen Soldaten keinen Vorteil erbracht, weshalb der Überfall auch keinen Nachteil für Civilis und seine Truppen hatte. Ein solches Verhalten, wie es die Reiter und die Principes Majores der Usipeter und Tencterer sowie später auch die Truppen des Civilis vor Vetera an den Tag legten, konnte aus der Perspektive der Römer als Perfidia ausgelegt werden. Für die römische Gegenseite war diese Interpretation sogar noch sicherer, denn in der Konsequenz war man bei Versprechen von germanischen Heerführern in Zukunft noch vorsichtiger und brachte die eigenen Truppen somit durch erhöhte Vorsicht automatisch weniger oft in Gefahr. Die dritte Verhaltensweise, der Vertragsbruch, ist am schwierigsten zu deuten. Wird in der Literatur auf diesen Topos hingewiesen, dann wird selten erläutert, welche Art von Verträge überhaupt gemeint sind, und wenn doch, dann werden Verträge zwischen germanischen Gruppen und römischen Staatsvertretern genannt, also wenn man so will, internationale Verträge. Doch konkrete Fälle von Brüchen solcher internationalen Verträgen sind in den Quellen schwer zu finden. Zumeist handelt es sich eher um Behauptungen oder Schlussfolgerungen von der moderner Forschung. Im Grunde ist es vollkommen unklar, wie ein Vertrag zwischen Rom und einer germanischen Gemeinschaft überhaupt ausgesehen hat. Die folgenden Ausführungen können deswegen über weite Strecken nur noch spekulativer sein wie die zuvor und dürfen eben keinesfalls als sichere Erklärungen gelten. Auf römischer Seite ist das Vorgehen einigermaßen klar. Ein Fidus mit einem anderen Staat oder einer ausländischen Gruppe wird von einem Vertreter der römischen Zentrale, also entweder dem Konsul, einem Promagistraten, einer senatorischen Gesandtschaft oder in Ausnahmefällen vielleicht auch von einer Priesterschaft geschlossen. Der erste Vertragsentwurf, die Sponsio, wird von der Volksversammlung ratifiziert. In der Kaiserzeit hatte der Princeps auch eben maßgeblichen Einfluss. Der Vertragstext konnte in Rom bei Bedarf durch den Senat, das Volk, auch durch den Kaiser noch abgeändert werden. Nach der Bestätigung des Vertrages durch einen Vertreter der Gegenseite wurden Exemplare des Textes im Tabularium oder im Jupitertempel deponiert und mitunter eben auch öffentlich aufgestellt, wie man aus der griechischen Welt das ja zuhauf kennt. Bei römischen Föderer war die Civitas Romana der Vertragspartner. Und dadurch waren die Verträge, solange sie nicht mit einer zeitlichen Frist versehen waren, theoretisch auf Ewigkeit abgeschlossen. Für das Vertragsrecht in Germanien existieren praktisch keine expliziten Quellen.
Man muss stattdessen versuchen, sich den Verhältnissen über andere Informationen, Logik, Parallelen aus anderen Gesellschaften zu nähern. Als erstes wären die generellen Merkmale eines Vertrages zu nennen. Ja, man braucht also, der dürfte in der Antike kaum anders gewesen sein als heute. Man braucht also mindestens zwei Vertragspartner, einen Gegenstand, eigentlich auch eine Strafklausel, die fällt allerdings weg, weil sich die Strafe aus dem Vertragsbruch, aus dem mehr oder minder automatischen drohenden Krieg ja selbst ergab. In Germanien geben sich nun einige praktische Einschränkungen. Erstens das Fehlen von Schrift. Die Germanen hatten bis weit nach den Markomannenkriegen keine differenzierte Schriftkultur entwickelt. Demnach gab es auch keine Möglichkeit, so einen Vertrag schriftlich zu fixieren. Sie konnten also nur mündlich abgeschlossen worden sein und wurden eventuell mit einem Gabentausch verbunden oder einem Ritual. Und ohne die Möglichkeit der schriftlichen Fixierung war auch der Komplexität eine gewisse Grenze gesetzt, da die Inhalte ja im Gedächtnis bleiben mussten. Weiterhin ist anzunehmen, dass bei wichtigen Abmachungen Zeugen zugegen waren, die den Vertragsabschluss bestätigten, mitsamt Inhalt, als Garanten dienten, im Notfall vor Gericht aussagten und wohl auch als Gedächtnisstütze dienten. Dies betrifft Verträge zwischen Individuen. Doch bei Verträgen von Gruppen ergeben sich weitere Probleme. Bei einem solchen Födus zwischen Gruppen steht man vor dem Problem, auf welcher Basis ein Vertragspartner für einen anderen einen Vertrag eingehen konnte, der auch für weitere Individuen bindend war, die dem Vertrag aber gar nicht persönlich eingegangen sind. Eine Möglichkeit wäre hier die Hausgewalt der Väter über die noch nicht erwachsenen Familienangehörigen. Eine andere Möglichkeit ist die Bindung an einen Gefolgschaftsherrn durch eidliche Verpflichtungen. Schwieriger wird es jedoch, wenn weder ein familiäres noch ein gefolgschaftliches Abhängigkeitsverhältnis bestand. In diesen Fällen war eine Durchsetzung von vertraglichen Bestimmungen nur durch drei Mechanismen sicherzustellen. Erstens hatte der Unterzeichner vielleicht eine herausragende Stellung und konnte allein aufgrund seiner überragenden Auktoritas verbindliche Regeln vorgeben. Auf einen solchen Einfluss deutet eine Zeile aus Tacitus Germania hin, laut der eben manche besonders einflussreiche Fürsten allein durch ihren Schiedsspruch Konflikte verhindern konnten. Und zwar schreibt er, und nicht bloß bei dem eigenen Volk, sondern auch bei den angrenzenden Völkerschaften macht das einen Namen, macht das Ruhm, wenn einer durch die Zahl und Tapferkeit seines Gefolges hervorragt. Denn man sucht sie mit Gesandtschaften auf, beehrt sie durch Geschenke und oft schlagen sie allein durch ihren Ruf einen Krieg nieder hier. Das ist also der Auktoritas, steht auch an anderer Stelle, der Ausdruck dieses Mechanismus. Zweitens konnten Vertragsbestimmungen durch Gewalt oder durch deren Androhung durchgesetzt werden. Hierfür wäre dann eben eine bewaffnete Garde erforderlich, im ehesten ein Gefolge eines Fürsten. Eine solche Gefolgschaft wurde in der gerade zitierten Textstelle ja auch genannt als Quelle von Einfluss. Die dritte Möglichkeit ist der kollektive Vertragsabschluss durch eine größere Gruppe, wie etwa einen Stamm, durch gemeinsamen Beschluss. Hier allerdings liegt keine einzelne Quellenpassage vor, die diesen Vorgang beschreibt, und stattdessen müssen wir uns auf den Aufbau der Gesellschaft näher anschauen. Die Aussagen der antiken Quellen liefern uns einige Informationen auf die innere politische Organisation, die wir im Folgenden deswegen in Beziehung setzen müssen. Als erstes wäre zum Beispiel zu akzeptieren, hier mal so ein Modell, als erstes wäre zu akzeptieren, dass der germanische Raum in Stämme, ja, das ist jetzt mal ein Hilfsbegriff, unterteilt war, die sich wiederum in Teilstämme oder eben auch Clans unterteilten. Man kennt das Sueben, bestehen aus mehreren Stämmen und so weiter, ist in den Quellen öfter genannt. Dieser Aufbau entspricht zudem dem regulären Aufbau einer sogenannten segmentären Gesellschaft. Ein Merkmal einer solchen segmentären Gesellschaft ist, dass sich je nach Lage unterschiedliche Clans oder Sippen zusammenschließen können. Das macht es Beobachtern von außen besonders schwer, die innere Struktur einer solchen Kultur zu verstehen. Die Berichte über die germanischen Stämme und Teilstämme und die teilweise unklare Zuordnung macht deutlich, dass wir es wahrscheinlich mit einer solchen Art der politischen Organisation zu tun haben. Wie in diesen Kulturen Entscheidungen getroffen werden, die die ganze Gruppe oder zumindest einen Großteil betreffen, hängt von ihrer politischen Organisationsform ab. In akephalen Gesellschaften werden Fragen diskutiert, bis ein Konsens erreicht ist. Dies ist in Germanien nicht der Fall.
da wir mit den Principes eine herausragende Person haben, die in den Quellen häufig auftaucht. Solche herausragende Personen deuten vielleicht auf eine Big Man Society hin. In einer solchen Big Man Society gibt es eben herausragende Persönlichkeiten, die aufgrund besonderer Anlagen oder Leistungen einen Sonderstatus hatten. Diesen Status konnten sie nicht vererben und diese Big Men konnten ihre Stellung auch wieder verlieren. Diese Merkmale unterscheiden sie von Häuptlingstümern, das ist die andere ethnologische Kategorie, die darauf folgt sozusagen. Häuptlinge waren auf Dauer, zumeist auf Lebenszeit bestimmt und gaben ihre Stellung oft an einen Sohn weiter. Auch konnten sie mitunter verbindliche Entscheidungen treffen. In Germanien ist das Vererben von Ansehen an die Söhne zu einem gewissen Grad in den Quellen nachvollziehbar und deswegen ist nicht ganz klar, ob diese Gesellschaft zwischen diesen Idealformen irgendwo wie anzusiedeln ist. Ein paar weitere Aussagen aus Tacitus Germania können dabei helfen, die Verhältnisse zwischen Principes und dem Rest ein bisschen besser zu fassen. So schreibt er über die Anführer: Die Könige nehmen sie nach dem Adel, also der Nobilitas, die Heerführer nach der Virtus, Tapferkeit hier. Auch die Könige haben keine schrankenlose und willkürliche Gewalt und die Heerführer gewinnen ihre ausgezeichnete Stellung mehr durch ihr Vorbild als durch Befehlsgewalt. Durch die Bewunderung, die sie einflößen, wenn sie entschlossen sind, wenn sie sich vortun, wenn sie Vorkämpfer sind. Übrigens hat weder zum Strafen noch zum Fesseln noch auch zum Züchtigen irgendjemand die Befugnis, außer den Priestern und auch diese nicht, wie zur Strafe oder auf Geheiß des Anführers, sondern gleichsam auf Befehl des Gottes, von dem sie glauben, dass er den Kämpfenden zur Seite steht. Neben diesen schwer zu deutenden Nobilitas der Könige, der Virtus der Feldherren, geht Tacitus auch darauf ein, wie manche überhaupt in den Rang eines Princeps erhoben werden. Er schreibt, auch werden in diesen Versammlungen, denen es gibt nur eine Art von Versammlungen, die erwähnt werden, in diesen Versammlungen werden Häuptlinge gewählt, die in den Gauen und Dörfern umher Recht sprechen. Jedem von ihnen stehen 100 aus dem Volke zur Seite, um ihnen Rat und zugleich Ansehen zu verleihen. Weiterhin schreibt er über diese Versammlung unter anderem: Über weniger wichtige Angelegenheiten halten die Häuptlinge Rat, über wichtigere alle, doch in der Weise, dass auch diejenigen Gegenstände, worüber das Volk die Entscheidung hat, von den Häuptlingen vorbehandelt werden. Sofort hört man den Königen oder Häuptlingen an, je nach Einfluss, dem jene seine Jahre verliehen haben oder sein Adel oder seine Auszeichnung im Krieg oder seine Beredsamkeit. Wobei jene eigentlich nur einen gewichtigen Rat geben können, aber keine Befehlsgewalt haben. Missfällt der Vorschlag, weisen sie ihn durch lautes Murren zurück, gefällt er ihnen aber, schlagen sie die Framen zusammen. Der Unterschied zwischen den genannten Königen, Heerführenden und Häuptlingen ist nicht eindeutig klar. Vielleicht ist eine graduelle Abstufung der Machtstellung gemeint, vielleicht bilden sie auch unterschiedliche Gruppen, etablierte Häuptlinge, jüngere Kriegshäuptlinge. Vielleicht ist es auch eine Aufteilung, die gänzlich von den antiken Autoren erdacht ist. Festzuhalten ist allerdings, dass es einflussreiche Persönlichkeiten gibt, die beratend tätig sind und als Wortführer, wie auch in Rom und Griechenland, die Meinung beeinflussen. Und im letzten Zitat wurde entsprechend darauf die Bedeutung der Beredsamkeit hingewiesen. Die Fürsten erhalten ihre Stellung im Wesentlichen durch ihr Ansehen bei der Menge oder auch durch Wahl. Vorher muss sicherlich auch schon ein gewisses Ansehen vorhanden gewesen sein. In jedem Fall entscheidet allerdings die Menge. Sowohl darüber, wer zu den Fürsten zählt, als auch über die wichtigen Entscheidungen, die vorher diskutiert wurden. Schließlich kann als Beispiel auch noch einmal der Konflikt zwischen Caesar und den Usipetern und Tencterern nochmal angeführt werden. Dort waren es die Principes und Majores, also die Fürsten und die Ältesten, die beim Feldherr um Entschuldigung baten. Nach diesen Betrachtungen kommen wir nun zum Problem des Vertragsabschlusses zurück. Ein Vertrag auf Ebene eines Stammes oder einer entsprechenden Gruppe kann nur beschlossen werden, wenn die Fürsten ihn gemeinsam vorschlagen und er von der Menge dann eben auch akzeptiert wird. Die Fürsten werden dann vermutlich als Vertragspartner fungiert haben. Doch wie konnte die Einhaltung eines Vertrages aller Stammesmitglieder durchgesetzt werden? Anders als in bürokratisch organisierten Staaten gab es in Germanien keine Beamten und auch kein staatliches Militär. Analog zu den vorher schon vorgestellten Mechanismen konnten nur die Auctoritas der Fürsten für die Einhaltung sorgen oder eben Gewalt. Aus dieser Bindung der Verträge an Einzelpersonen ergaben sich jedoch Probleme,
die nicht in einer Civitas-Gemeinde wie Rom beispielsweise existierten, wenn auf Seiten Roms ein auf ewig abgeschlossener Vertrag so lange Gültigkeit bestand, wie die Civitas existierte, so war dies in Germanien eben wahrscheinlich nicht der Fall. Stattdessen war nur der Fürst selbst gebunden oder die Fürsten, und wenn sie starben, war mit ihnen auch der Vertrag Vergangenheit. Wenn ein Fürst den Einfluss verlor, was ja durchaus passieren konnte, dann galt der Vertrag zwar immer noch, doch er konnte eben nicht mehr durchsetzen. Andere Fürsten, die nicht unterschrieben hatten, sahen sich demnach nicht gebunden. Und wenn deren Einfluss der älteren Fürsten überstieg, die jüngeren den der älteren, dann folgten die Krieger den jüngeren Fürsten, die sich nicht mehr an den Vertrag gebunden sahen. Dieser Mechanismus war insbesondere von Bedeutung, da junge Fürsten ihr Ansehen eben häufig aus kriegerischen Aktivitäten ableiteten und ihre Gefolgschaft auch nur durch kriegerische Aktivitäten und Beute bei Laune halten und ernähren konnten. Fiel diese Möglichkeit weg, an Prestige und Beute zu kommen, dann konnte das Ansehen schnell schwinden. Daher konnte es für Fürsten durchaus riskant sein, sich allzu friedlich zu geben, da dann Konkurrenten die Chance nutzten, um auf Beutezug zu gehen. Von römischer Seite konnte man dieses Problem durch Geldzahlungen begegnen, durch die der Fürst oder eben König, ja ein großer Fürst, sein Gefolge auch ohne kriegerische Aktivitäten unterhalten konnte. Um diese dann doch recht abstrakte Überlegung ein bisschen greifbarer zu machen, möchte ich gerne auf eine neuzeitliche Parallele eingehen. Eine sehr ähnliche Situation wie in Germanien des 1. Jahrhunderts lag während der Kolonisation Nordamerikas durch die Europäer vor, die dort Abkommen mit den indigenen Stämmen abschlossen. Dabei wurden reguläre Vertragsdokumente aufgesetzt, die dann von den Häuptlingen der teilnehmenden Stämme gegengezeichnet wurden, obgleich ihnen Schrift unbekannt war. Das sah dann beispielsweise so aus. Dieses Dokument wird als der Große Friede von Montreal bezeichnet und ist ein 1701 geschlossener Friedensvertrag zwischen der Regierung der französischen Kolonien Nordamerikas und den 40 dort siedelnden indigenen Stämmen. Die Stammesvertreter oder Häuptlinge unterschrieben durch Symbole und dann sind so kleine Beischriften nochmal dargestellt, wer das eigentlich genau war. Hier zwei weitere Beispiele. Links Umzeichnungen der Zeichen unter dem sogenannten Vertrag von Fort Stanwix von 1768. In dem wurde die Grenze zwischen den Gebieten der Briten und der Irokesen festgelegt. Auf der rechten Seite ist der ganze Vertrag ein anderer Vertrag zu sehen, und zwar ein Quittungsbeleg, der von den Häuptlingen der Irokesen als Bestätigung unterschrieben wurde. Sie bestätigten damit, dass ihnen 10.000 Pfund nach den Bedingungen des vorher geschlossenen Vertrages übergeben wurden. Im Jahr 1683 wurde zwischen William Penn und dem Häuptling Tammany The Great Treaty, der große Vertrag, geschlossen, durch den Penn das Nutzungsrecht über einen Teil des Landes erhielt, das spätere Pennsylvania. Auf dieser Abbildung sind die unterschiedlichen Unterschriftenvarianten dieses Häuptlings zu sehen. Man sieht, es sind zwar ähnliche Symbole, doch war die Unterschrift keinesfalls immer gleich. Es bestand offenbar keine Notwendigkeit, ein eindeutiges Zeichen zu nutzen. Entscheidend war nur, dass der Häuptling oder Zeugen selbst unterschrieben hatte. Auf Seiten der indigenen Völker mag es zwar keine Vertragsdokumente dieser Art gegeben haben, doch existierten durchaus Gegenstände, die an einen Vertrag dieser Art erinnern sollten und damit einen ähnlichen Charakter hatten, wie ein Schriftstück. William Penn wurde von seinem Vertragspartner einem Wampungürtel übergeben, der traditionell als symbolischer Gegenstand genutzt wurde. Der aus kleinen, geschliffenen Perlen bestehende Gürtel wurde teilweise mit Mustern oder Bildern versehen, um seine Bedeutung klarer werden zu lassen. Entsprechend sind auf dem Gürtel zwei Figuren zu erkennen, die sich die Hände reichen. Das ist der ganz oben. Ich habe noch zwei weitere, die Verträge bestätigen. Einmal einen Friedensvertrag zwischen den Irokesen und... das ist eine andere. So. Hier. Und dann hier noch der älteste Vertrag zwischen den Irokesen und den Niederländern, die von indigener Seite mit diesen Gürteln bestätigt werden. Bei den nordamerikanischen Indianern unterschrieben somit die Häuptlinge die Verträge, die für ihren ganzen Stamm gelten sollten. Ihnen oblag damit auch die Durchsetzung der Bestimmung auf der eigenen Seite. Dieser Vergleich lässt die vorherigen Überlegungen über Germanien vielleicht ein bisschen logischer erscheinen. Was bedeutet das nun für die Vertragsbrüchigkeit und die angenommene Perfidia? Sollten die angestellten Überlegungen den realen historischen Verhältnissen ungefähr entsprochen haben, dann hätten sich daraus folgende Konsequenzen ergeben.
Ein internationales Födus muss von Rom entweder mit einem mächtigen Fürsten oder König oder einem Gremium von Stammesvertretern aus Fürsten abgeschlossen werden. Für die germanische Seite war der Vertrag auf die Personen beschränkt, die ihn unterschrieben, und ihre Macht und ihr Einfluss garantierten dafür, dass auch die anderen die Regeln einhielten. Wenn nun aber ein mächtiger Fürst oder König seine Stellung einbüßte, weil sich sein Kriegsglück wendete, ein Konkurrent ihn überholte oder sein Gefolge ihn aus anderen Gründen verließ oder er eben im Schlicht starb, dann konnte er die Einhaltung der vertraglichen Regeln nicht mehr durchsetzen. In einer größeren Gruppe, wie einem Stamm, konnte eine neue Riege von Fürsten aufsteigen und die Verträge anzweifeln. Wenn die Alten nicht in der Lage waren, sie zu verteidigen, dann wandte sich die Bevölkerung den Jungen zu. Wenn dann in der Konsequenz die Krieger und neuen Fürsten sich nicht an die Vertragsregelung hielten, dann war das durchaus mit dem germanischen Rechtsverständnis vereinbar. Auf römischer Seite mag ein solches Verhalten als Vertragsbruch gewertet worden sein, doch aus germanischer Perspektive handelt es sich um eine logische Konsequenz aus dem personalen Vertragsrecht. Diese Deutung, Susanne noch einmal betont, ist jedoch spekulativ. Ich komme zur Zusammenfassung. In der antiken Ethnographie lassen sich also meines Erachtens nach Topoi in drei Typen unterteilen, die in unterschiedlichem Maße von antiken Beobachtern und auch von modernen Forschern demnach überprüft werden können. Dafür ist es allerdings erforderlich, dass die inhaltlichen Komponenten von den instrumentellen Komponenten Wertung, Begründung getrennt werden. Allein der Inhalt kann in seinem Bezug zur historischen Realität irgendwie abgeglichen werden. Topoi können unterschiedlichen Ursprungs sein und mitunter tatsächlich von Beobachtungen oder bereits einigermaßen gefestigten Stereotypen abgeleitet worden sein. Allerdings können sie ebenso auch der älteren Literatur entstammen, dem Barbarenbild, dem Bild eines benachbarten Volkes oder eben auch gänzlich erfunden sein. Für die Topoi-Inhalte, die aus den Beobachtungen und Erfahrungen entstanden sind, gelten wahrscheinlich die gleichen Regeln, wie die Sozialpsychologie für Stereotype formuliert hat. Im Fall der Perfidia stellt sich das Problem, dass Charaktereigenschaften nicht an sich verifizierbar sind, aber die Verhaltensweisen, die darauf hindeuten und den Vorwurf bekräftigen, der vielleicht auch schon im Raum stand, durchaus. Die vermeintlich perfiden Elemente der germanischen Taktik, Scheinfluchten und Hinterhalte, wurden tatsächlich häufiger angewendet, weil sie einerseits gut zur germanischen Kampfweise passten und sich zweitens gerade gegenüber den Römern als besonders effektiv erwiesen hatten. Weiterhin sind in der Literatur einige Beispiele des Wortbruchs überliefert, in denen germanische Krieger die Zusagen ihrer Fürsten oder Feldherren handelten und trotzdem die Römer angriffen. In einigen Fällen handelt es sich dabei wohl tatsächlich um Disziplinlosigkeiten der Krieger, da eben keine verbindliche Befehlsstruktur existierte und die einzelnen jungen Krieger Prestige und Beute erlangen wollten. Der Vorwurf der Vertragsbrüchigkeit basierte zum Teil eben auf wirklichen Brüchen, wie beispielsweise dem Verrat an Varus oder eben dem Abfall der Bataver-Kohorten. In anderen Fällen herrschte auf römischer Seite vielleicht einfach eine falsche Idee der germanischen Rechtsvorstellung. Für das germanische Vertragsrecht können auf Basis dieser Informationen, die ich vorgestellt habe und einiger mehr, über die Gesellschaft an sich mit Hilfe von Parallelen noch dazu immerhin einige Mechanismen wahrscheinlich gemacht werden. Der Kern ist die Personenbindung der Verträge. Sollte genau diese Bindung tatsächlich historisch gewesen sein, dann könnte man erklären, warum manche Verträge aus germanischer Sicht keine Bindungskraft mehr hatten, während man auf römischer Seite von einer theoretisch ewigen Wirkungsdauer ausging. Dieses Missverständnis der germanischen Rechtsvorstellung würde die germanische Perfidia dann scheinbar belegen. Verhaltensweisen, die Perfidia bestätigen, lassen sich somit entweder auf andere Ursachen zurückführen, die keinesfalls mit einem hinterhältigen Charakter zu tun haben, oder eben auf Fehldeutungen von kulturspezifischen Mechanismen. Somit konnte die Beobachtung und Erfahrung durchaus real sein, während die Deutung durch einen perfiden Volkscharakter gänzlich falsch war. Vielen Dank.